So, meine Freunde, wir sind hier wieder zurück und ich hab die Tür gefunden. Easy, Alter. Das war einfach da, wo diese komischen Gießkannenköpfe, Gesichter da irgendwie gespawnt sind. In die Richtung hat gelaufen. Das war einfach hier. Und ich glaube, von da kommt auch das Geschrei und da bin ich mal gespannt. Hier ist einfach ein Stuhl mit einer Lampe. Sieht so aus, hätte man da irgendjemand. Ah ja, klar, oder? Heult jemand? Ich will nicht aufmachen. Alter, da geht gleich übelst was los, kann ich dir versprechen. Was ist das? Was ist denn? Got the left broke plate. Plate, Platte, Blut, Blatt. Stormplate left half, Lux. You be the left half of a stormplate, something. Is engraved, but broke away. Das ist schön, aber hä? Hä? Ist gar nicht strange, die ganze Geschichte. Geht ihr aufhören mit der Kacke? Ach nein, nicht schon wieder. Er soll aufhören, mir die Ohren voll zu schreien. Oh, schau mal. Hä, aber... Hä? Warum sollte ich da jetzt raus wollen? Warum sollte ich? Alles keinen Sinn irgendwie. Ah, warte mal. Da ist die andere Platte. Ah ja, klar, dass da irgendwie so ein scheiß Vogel da um die Ecke warten muss. So. Was ist da jetzt drauf? Piece together from halves. 5117. Ja, das wird wahrscheinlich die Nummer sein, die wir anrufen werden. Da ist gar nichts. Smashed. Ja, pff, Idiot. Okay, wir können nur durch. Wetten, der könnte da jetzt nicht, Alter. Das, der kann da nicht runterspringen, Alter. Du bist so ein scheiß Idiot. So, jetzt spawnt da wieder Unmengen an Viecher bestimmt oder auch nicht. Tun wir mal auf Crash Train speichern. Da sind wir schon lange. So. Sollen wir nachladen? Besser, oder? So, jetzt gehen wir da wieder hoch. Dieser Platte. Wo die Nummer wahrscheinlich eingraviert ist, da warte mal. Hä? So, jetzt warte mal. Die 5117379 5119. Ach, warte mal, schreiben wir uns das lieber auf. Hier. So. Die 5 1 1 7 3 9 7 9. So, einmal die 5 1 1 7 3 9 7 9. Ja, 5 1 7 3 9 7 9. Es geht jemand dran.
einfach keinen Sinn, die ganze Kacke hier. Eins, sieben, acht, neun. Ich habe jetzt auch noch auf. 1789. Danke, du Unverschwundenste. So, die Schrotflinte, die das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, oder? So müssen wir da höchstwahrscheinlich hoch. Ich speichere da oben mal und leg dort auch die Platte ab. Drop. So. Dann gehen wir runter. Holen oder geben uns eine Spritze und dann nehme ich die Schrotflinte mal mit. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Ich bin nicht sicher, was jetzt noch alles auf uns zukommen wird und Safety first, meine Freunde. So, die Schrotflinte war einmal hier. Jetzt mitnehmen werden. Mit neuen Schuss, das kann man machen, das ist sehr gut. Dann pfeifen wir uns hier mal eine Spritze rein. Das ist unser Spritzenlager, da gönnen wir uns immer die ganze Sache. Man, uns fehlt nicht viel, uns fehlt nicht viel Leben. Das Problem ist halt nur, wir haben im Gesamten nicht mehr viel Leben. Das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß jetzt nicht genau, was genau kommen wird. Ich weiß nur eine Sache noch, was passieren wird, aber ich weiß nicht genau wann. Das ist das Problem. So, jetzt müssen wir hoch und dann haben wir die 1789, haben wir gesagt. 1789. So. Mal gucken. So fucking viel Zeugs. Spritzen sind auch Unmengen da. Uiuiuiui. Ich hätte die scheiß Pistole behalten sollen. Fuck. Ich hab's gewusst, dass es ein Fehler ist, ihnen die Waffe zu geben. Ich glaube, jetzt wird genau das kommen, was ich schon die ganze Zeit befürchtet habe. So, wir werden jetzt nämlich gegen diesen Doktor kämpfen. Das ist das, was ich meinte. Ich weiß nicht, ob ich die Pistole von ihm später noch bekommen werde. Diese Waffe macht uns auch ordentlich viel mehr Schaden. Verarschen. Die geben uns regelmäßig Munition dann scheinbar. Da können wir uns immer wieder dann eine geben. Aber wir haben dann nur noch eine, die wir nehmen können. Das müssen wir uns. Das muss uns im Klaren sein. Da ist ein Fleck, der irgendwie in der Luft ist. Ist blöd, dass wir ihm die Waffe gegeben haben. Konzentrieren, dass wir nicht abkratzen. Das wird schon gefährlich hier. Der Doktor hat auch nicht mehr viel Leben. Das könnten wir gut schaffen. Nur aufpassen, wo er ist. Schade. Ja, komm raus. Ich weiß, dass du da bist. Ich
Scheiße. Ich glaube, 2 Schuss und wir sind weg. Ein Schuss noch. Oh, ich hab'n. Huh. Sammeln die Pillen alleine werden dir nicht helfen. Du musst weitaus mehr machen als nur. Ich empfehle dir, dass du eine neue moderne Behandlung ausprobierst, namens kognitive Therapie. Was ist das? Naja, du machst ein paar Übungen, die dir helfen, die Vergangenheit zu vergessen. Und alle schlechten Erinnerungen und Ängste, die du hast. Interessierst du dich für Bücher, Simon? Ich weiß nicht. Wieso? In Ordnung, ich wollte es nur wissen, weil ich möchte, dass du etwas probierst. Ich möchte, dass du ein Buch schreibst, ein Buch über deine Gefühle. Glaubst du, du schaffst das? Ich denke schon. Versuchen kann ich's. So sieht ein Gesicht aus, wenn es nur noch ein Stück Brei ist. So, jetzt haben wir hier einen Schlüssel, hier haben wir die eine Pistole. Was ist das? Revolver. Oh je. Ich denke, hätte ich ihm die Waffe nicht gegeben, hätte er uns noch ein Revolver gegeben, scheinbar. Das wird scheinbar so eine Art Desert Eagle sein. Desert Eagle sind sehr stark, muss man sagen. So, ich hoffe, dass es jetzt bis nach... Was ist das überhaupt für ein Schlüssel? Backdoor Key. Das wäre problematisch. Scheinbar. Ist klar. Da wird es auf einmal BAM dunkel. Scheinbar ist alles wieder glücklich. Draußen zwitschern die Vögel. Man hat jetzt gesehen bei dieser Zwischensequenz. Übrigens, die FPS, die ist wieder des Todes niedrig. I don't need to go. Ja, leck mich doch am Arsch. Will ich leben? Soll ich jetzt durch die Gegend geiern oder was? Was wollte ich denn sagen? Man hat gerade gesehen, der sagt, um seine Ängste zu vergessen und seine Ängste aufschränken, könnten wir gerade sozusagen, wenn das Buch geschrieben hat, sein Buch nachspielen. Du willst mich doch verscheißern, oder? Oh Gott! Und das Spiel ist abgespielt. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Meine Freunde, wir sind hier wieder back und ich habe die Tür gefunden. Und das Spiel ist vorhin bei der Aufnahme abgeschmiert. Deswegen weiß ich so kurz die Stellen, was passieren. Das ist einfach zu schnell alles bla. Da konnte ich nichts zusammenschneiden. Bla bla bla. So weißt du, ich meine. Und da liegt ein Stuhl. Und wir machen jetzt einfach weiter. Und alles klar. Ja, das war alles ganz komisch. Da habe ich gedacht, ich nehme das nochmal auf. Jetzt weiß ich halt, was da passiert. Stimmt jetzt eine Frau rum. Ja, das wird jetzt nicht... Da wird jetzt nicht viel Großartiges passieren. Deswegen habe ich gedacht, können wir uns das mal so erlauben in diesem Drecks-Kackspiel, was im Abschmieren. Das geht mir echt mega auf den Sack. Und ich habe mich dann dazu noch entschlossen, den Herrn nicht die Waffe zu geben. So, jetzt muss ich gerade mir überlegen, wollte ich sagen, wo wir jetzt nochmal genau hin mussten. Aber ja, es führt uns ja den Weg. Das habe ich wieder direkt vergessen. So, Opa. Müssen wir mal kurz nachladen hier. Du kannst auch einfach runtergehen, gell? Das ist kein Problem, dass du jetzt hier einfach runtergehst. Du willst mich verscheißen. Was macht denn der?
Ich kotz wieder rum. Warum geht der nicht runter? Blöd oder so? Meine Fresse. Der Typ ist manchmal echt zum Kotzen, das muss man schon sagen. Vier Headshots brauchen die Herren. So, Combine. Ach komm! Meine Güte. Die Tür ging nicht auf. Dann haben wir da drüben. Ich habe die Nummern schon aufgeschrieben, deswegen mach mir das jetzt fix. So. Und jetzt müssen wir wieder da hoch. Da müssen wir... Auf der Platte steht dann sozusagen die Nummer drauf, die wir anrufen werden. Das war die. Da steht sie drauf. Warte mal, hier. 5 1 1 7 3 9 7 9. So. Jetzt geht da irgendjemand ran. Hä? Willst du mich verarschen? Du musst dich das jetzt erstmal angucken und dann erst willst du mich verkackeln. 5, 1, 1, 7, 3, 9, 7, 9. Da habe ich vorhin eine Zahl vergessen. Willst du mich verscheißern? 5 1 1 7. Ey, die Nummer hat sich wieder geändert oder was? 5 1 1 7 7. 8 1 6. Die ändern tatsächlich die Nummer immer, die kleinen Schweine. 5 1 1 7 7 8 1 6. Oder? Habe ich da so rumgeschmotzelt, da kann ich schon gar nicht mehr lesen, was da steht. Jetzt hätte er. Kann es sein? 1789. Das ist wieder dieselbe Nummer. 1789. Ja, ist es. 1789. So, jetzt gehen wir hoch, geben die 1789 ein. 1789. So. Dann gehen wir unten. Da legen wir erstmal die Kacke hier ab. Wir holen von oben. Die Spritzen und die Schrotflinte hoch. Ich habe nämlich ein bisschen bis zur nächsten Stelle, was jetzt kommt, aufgenommen. Und da werdet ihr sehen, was passiert ist. Das, was ich schon die ganze Zeit vorausgesagt habe. Und das wollte ich jetzt ein bisschen anders machen. So. Hier stellen wir die Schrotflinte mal ab. Da werden wir später nämlich nicht mehr runter können. Nachdem wir Dinge erledigt haben. Jetzt haben wir noch die Spritzen. Boah,
habe ich viele und ich habe mir noch einige reingehauen, gell? Durch die Tür. Dann werdet ihr sehen, was passieren wird. So, die Spritzen. Legen wir da mal ab. Speichern tun wir auch da unten. Und dann... Oh ja, warte mal. Hier eine Sache will ich noch mitnehmen. War diese hübsche Pistole hier. So. Gehen wir hindurch und dann kommt jetzt die Stelle, die ich einmal im letzten Part erwähnt habe. So. Dann haben wir hierfür... Bist du dumm oder so? Ach so, halt. Ach, ein bisschen verwirrt. Laden wir nach. Und dann können die Action schon losgehen. Jetzt dürfen wir hier einen kleinen Fight mit Herrn Doktor machen. Kann ich immer noch einen Schuss abgeben oder was? Die Pistole ist ja richtig fix tot, muss ich sagen. Spritze reinhauen, sonst wird es hier ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Jetzt müssen wir uns die Waffe nehmen. Ich krieg dich, mein Junge. Ja, man muss echt warten, man kann nicht direkt hintereinander die Schüsse reinpfeffern. Ach komm. So Junge. Simon, die Pillen alleine werden dir nicht helfen. Du musst weitaus mehr machen als nur das. Ich empfehle dir, dass du eine neue moderne Behandlung ausprobierst, genannt kognitive Therapie. Was ist das? Naja, du machst ein paar Übungen, die dir helfen, die Vergangenheit zu vergessen und alle schlechten Erinnerungen und Ängste, die du hast. Interessierst du dich für Bücher, Simon? Ich weiß nicht. Wieso? In Ordnung, ich wollte es nur wissen, weil ich möchte, dass du etwas probierst. Ich möchte, dass du ein Buch schreibst, ein Buch über deine Gefühle. Glaubst du, du schaffst es? Ich denke schon. Versuchen kann ich's. So, und das ist jetzt die Frage. Spielen wir gerade die ganze Zeit sein Buch nach und der haut sein Gesicht zu Brei. Alles klar. So. Jetzt gibt's hier eindeutig zu viele... Waffen. Das ist meine andere Waffe.
hier. Alles klar, seine Pistole rastet ein bisschen aus. Die Sachen verschwinden hier gerne plötzlich. So, jetzt schauen wir mal. Eine Spritze, die wir uns auf jeden Fall mal reindonnern werden. So. Oh, super gut. So. Dann gehen wir raus und haben wir die Sache hier schon mal bestanden. Ach, meine Freunde, das ist einfach zum Kotzen. Ich glaube, ich würde das einfach mal zusammenschneiden mit dem ersten Versuch, was da nicht geklappt hat. Und ja, so machen wir es einfach. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao, Leute.